Nächster, bitte! Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Kein Grund, Alarm. Ich habe. Kein Grund. Ich habe. Ich will die Katze noch. Den Kühlschrank zu füllen ist Tonis Job. Ich sorge dafür, dass immer genug Platz da ist. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss. Der Stier ist wütend, genug Zeit für. Gleich nochmal. Tja, ein geübter Mann. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Einer reicht vorerst. Ich kann doch nicht einfach den letzten Baum der Gegend abfackeln. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen.
Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, ich bin's. Es geht immer noch um Toni. Die Notrufsäule ist nur zur Meldung von Verbrechen, Rufus. Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter... Nächster Bitte! Na, willst du auch mal? Nächster Bitte! Süß, aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Nächster Bitte! Nächster Bitte! Ich will die Katze. Nächster Bitte! Ich will die Katze. Nächster Bitte! Nächster Bitte! Süß, aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Nächster Bitte! Ich will die Katze noch. Nächster Bitte! Nächster Bitte! Ich will die Katze noch nicht aus dem... Nächster Bitte! Hallo, Lotti! Nächster Bitte!
Rapunzel hat eine Schutzkleidung. Ich kann Toni doch ohne ziehen. Das würde sie nur. Das muss nicht um. Um Himmels Willen, das wäre Selbstmord. Nein, sie würde ihn nur und ihn anschließen. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich erwarte. Ach, witzig. Ich hab genauso ein Ding. Es ist ja nicht so, als hätte ich. Die Teile. Ach, ich hab genauso ein. Es. Die Teile. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Schade, ein. Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Daneben nicht. Will Polly. Daneben nicht. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose, der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja. Wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen.